Hi Leute, willkommen zurück zu World of Warcraft. Und da wir kurz vorm Level abstehen und wir uns in der Garnison befinden, ich nehme die Quest hier mal an, starten wir leider in der Garnison. So, das wollte ich eigentlich sagen. Und geben diese Quest ab. Oh, das reicht nicht mal. Hätte ich jetzt gedacht, tatsächlich. Aber die eine hat nur 800 EP gebracht. Deswegen kräutern wir noch eben ein paar Kräuter weg. Bam. Level 42. Ja. So sieht's aus. 8 Level nur noch. Nice, 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 nice. Mega gut. Und dann geht's gleich weiter in den Spitzen von Arak. Ja, ja. So, die Mine muss ich leider auch eben leer machen. Weil dann könnte es sein... Oh, das wollte ich nicht. Egal. Dann kann es gut sein, dass wir nämlich noch ein Level abschaffen diese Folge. In dieser Folge. So. Halt. Hallo. Hallo, mach das aus. Sie rennt wie so eine Bekloppte los. Enrage. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, was man mit Apexis-Kristallen machen konnte. Könnte man das dafür kaufen? Ich glaube schon, ne? Rüstung oder so ein Gedöns? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, das ist auch relevant. Eigentlich muss ich das gar nicht wissen. Weil bis zum Max-Level, Level 50, brauchen wir auch, ist das eigentlich irrelevant, weil wir erstens kurz vorm Release von Shadowlands stehen und, wobei wenn ihr die Folge seht, ist Shadowlands, glaube ich, nee, doch nicht, ist noch nicht erschienen. Ja, jedenfalls würde ich dann eh diesen Charakter wahrscheinlich nicht mehr spielen. Es war ja einfach nur auch dafür da, um die Levelphase einmal zu sehen, wie das funktioniert. Kann ich direkt mal wegsnacken hier. Stellt man noch einen her? Ne, drei. Okay. Hätte mich voll bekannt. Gerade kurz verwundert. Sah so aus, als hätte ich nur einen Gesundheitsstein. Zack. Den snacke ich auch noch weg. Und dann wird hier rausgerannt. Oh, da ist noch ein Erz. So, jetzt aber raus hier. Dün, 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 dün. Komme ich hier raus, ohne zu sterben? Zu riskant. Einmal noch. Schon wieder das Ding angeklickt. Egal. So. Ein Drittel Level haben wir schon wieder. Und dann geht's wieder an die Grenze von Nag. War das erst die Nagrand-Quest, die ich gerade bekommen habe? Scheinbar. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, da hätte ich auch so hingekonnt. Ich glaube, ich musste ins Terrorg-Versteck, oder? Jetzt muss ich erst nachgucken. Jo, Terrorg-Versteck. Okay, dann fliegen wir da mal eben rüber. Und da sind wir. Kann ich die noch mitnehmen? Das war der Haustierkampf, ne? Ja, nee, lasse ich jetzt mal eben. Obwohl, das sind halt EP, ne? Die sollte ich schon mitnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, was für Haustiere der dabei hatte. Und ob ich das mit dem Setup so mal easy peasy schaffe. Ich guck mal.
Haha, zum ersten Mal hat es geklappt, dass er schläft. Junge, die. Ich bin beeindruckt. Ach doch, ja, mit dem einen mechanischen dazwischen. Ich erinnere mich. Stimmt ja. Wusch. War das jetzt gerade mein Angriff? Mein Viech hat gar nichts gemacht. Bam. Und kaputt. Rekonstruktion. Miep, miep. Und tot again. Ja, wahrscheinlich ist der jetzt schneller als ich, ne? Habe ich den gar nicht getroffen? Warum hat der Angriff nichts gemacht? Verrückt. Bin ich jetzt wieder schneller? Ja, ich glaube wohl, ne? Ja. Nice. Also meine Motte ist schon ganz gut, ne? Muss ich ja sagen. Stirbt der? Jo. Easy. Na, der ist jetzt aber schneller und greift mich an und dann... Oh nein, er bufft sich. Dann kann ich den nochmal Leben abziehen. Cool. Katsching. Jetzt müsste der noch einschlafen. Na, schade. Sehr, sehr cool. So, wir nehmen mal ihn hier. Hey, der haut aber auch rein mit einem Buff, ne? Das ist schon krass. So. Win, 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 win. EP, 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 EP. Wie viel gibt's da? 5.000, 100 und 6.000. Ja, ich hätte 11.000 EP mal eben liegen lassen. So, euer Gefangener gehört zu mir. Er stellt keine Gefahr für euer Volk dar. Nicht länger verstecken wir uns. Ja, dann versteckt euch doch nicht. Kann ich so weiter? Ich kann hoffentlich so weiter. Da hinten ist eine Quest zum Abgeben. Für Jasper. Das sind auch wieder nur 800 EP. Sprecht Jasper in Südhafen an. Wo ist denn Südhafen? Ja, da müssen wir dann mal eben rüber. Ach, hier gab es, glaube ich, eine Quest unterwegs, oder? Oder nicht? Aber ja, aber nein. Ich dachte immer, musste man diese nicht mal töten? Egal. Unwichtig. Ah, ich muss mich erstmal hier reinfighten, glaube ich auch, ne? Oder nicht? Oh, ich habe das alles nicht mehr im Kopf. Egal, aber hier gibt es einen kleinen Quest-Hub, soweit ich weiß. Ach, stimmt. Ah, die Schmugglerhöhle wird hier. Und ich glaube, hiermit kriegt man eine zweite Heimat. Genau, das brauche ich jetzt nicht. Beschwört ein Verkäufer für seltene Waren herbei. Ja, okay. Können wir uns gleich mal angucken. Ja, direkt hier. 8 Quests gefühlt. Sehr gut. Amazing. In dem Haus. So. Oh, 3 Stück alles gesucht Quest. Das ist ja cool. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Was will denn der von mir? Reis zur Werkstatt Quetschpfeif. Ja, das will ich tatsächlich noch nicht machen. Ich würde dann erstmal die Quests hier machen. Aber ich gucke mir jetzt erstmal an, was der Händler zu bieten hat. Mal ran hier. Ich habe hier seltenes Zeug. Werfen wir mal einen Blick drauf. Ja. Ich glaube, das war früher auch schon cool. Nicht cool. Alte Freunde. Friedensangebot. Oh, da oben Giftstachel getötet. Oh, das ist aber weit weg. Könnte ich auf dem Rückweg in die Garnison holen. Oh, jetzt habe ich geaddet.
Brrr. Der Schatten wächst. Oh, jetzt muss ich sie töten. Was habe ich getan? Ah, okay. Völlig überfordert hier. Ja, jetzt habe ich einen getötet. Ah, ich konnte die Quest nicht annehmen, wie gemein. Aber nur die Wespen, oder? Scheint so. Wespentöter von Arak. Oder so. Oh, es gibt da auch so Mini-Wespen. Mini-Wespen vor allen Dingen. Ich glaube, wenn man der in Real Life, den in Real Life begegnen würde, wären die noch krass groß. Wenn man jetzt mal Spieler zu Wespe bedenkt oder vergleicht. 5. Zwei noch. Sind die respawned hier? Hier oben? Kommt die her? Bam. So. Easy. Da vorne ist auch schon wieder eine Quest. Noch hat mich dieser Fluch nicht gebrochen. Sprecht mit Leutnant so und so in Südhafen. Muss ich direkt schon wieder zurück. Da ist ja was. So, zurück zum Dendutrio. Boah. Quests ohne Ende. Quests ohne Ende, Leute. Ich werde euch nie. Clownwacht. Ah, okay. Ja, ich werde jetzt erstmal hier bleiben. Ich mache das hier noch, denke ich. Alte Freunde. Ich hoffe, dass ich die Gruppenquests alleine schaffe. Besorgt ein Bauplan von spektralen Arbeitern. Tatsächlich nur von den Arbeitern? Ja, war. Oder sind das... Das sind alles Wachen. Keine Arbeiter. Oder sehe ich, interpretiere ich das jetzt gerade falsch? Muss mal schauen. Aber hier gibt es ja keine Arbeiter, oder sehe ich die nicht? Hier hinten vielleicht? Ne, ist gequälte Dorfbewohner. Ich benötige ein Ziel. Oh, jetzt kommt noch von hinten Besuch. Ach, dann sind die nicht angreifbar, glaube ich, ne? Mit dieser, aus dieser Spektralebene heraus. Uiuiuiuiui, knapp. Wenn ich meinen Kerl heilen muss hier, meinen Begleiter, dann zieht mir das halt auch immer Energie ab, ne? Aber ich bin auch nicht in dem Bereich für... Da, doch, Arbeiter. Ah. Ach, die sind außen. Ah, dumm. Ich hätte noch gar nicht in die Siedlung gemusst.
Dumm. Na gut. Dann bleiben wir doch mal außerhalb. Viel einfacher und viel besser. Oh, der Spektral-Move hier von dem. Mal gucken, wie viel ich töten muss, damit ich diese allen Pläne kriege. Hallo, stirb. Danke. Mann, Mann, Mann. Pläne? Ja, nein, vielleicht? Nein. Manchmal ist echt famos, ey. Da muss man so 80 Millionen von diesen Leuten töten. Um das zu bekommen, was man begehrt. Ah, da ist es ja. Da. Seid gegrüßt für die Allianz. Bah. Sammelt 6 spektrale Essenzen. So, jetzt muss ich nämlich hier rein. Easy peasy. Jetzt habe ich schon wieder meinen Dude nicht geheilt, ne? Eine Essenz. Droppen die Hunde auch Essenzen? Scheint so. Da ist nämlich auch ein Ausrufezeichen an dem Namen. Oh, ich mach wieder gar nichts. Das heißt Schamane. Eine noch. Oh, das war ja richtig dumm. Ach man. Ich wollte gerade sagen, der Schmied ist da. Richtig dumm. Der Schmied. Natürlich, der Schmied. Rüstung flicken. Der hat ganz schön was drauf. Der hat voll viel EP im Vergleich zu den anderen Gegnern hier. Vergleichsweise anstrengend. Jetzt stirb aber mal. Danke. Und gib mir eine Essenz. Danke. Oh, ich muss hier noch irgendwas machen. Alice Finns Geist befreit. Okay. Zack. Sucht ihr was Bestimmtes? Zack. Ach, dafür brauchte ich auch die Essenz. Na gut, tötet die schreckliche Anomalie im Keller des Gasthauses. Alles klar. Dann wollen wir mal in den Keller. Boah, noch weiter unten. Oh, ist natürlich gerade tot. Was ein Ärger. Mist, Mist, Mist. So, weiter geht's.
Oh, auch einiges an Leben. Nots. So, die Quest dürfte auch tatsächlich noch unser Level abbringen. Warum sind hier direkt zwei Fragezeichen? Oder ist das wieder so ein Anzeigefehler? Das ist eigentlich nur eins. So, da haben wir Level 43. Geilo Milo. So, ich gebe da hinten aber noch eben vielleicht die Quest ab. Ja, nein, vielleicht. Da muss ich da rein, ne? Stimmt, und da geht es dann auch weiter noch. Ja, ja, ich erinnere mich. Amazing. Was kann ich für euch tun? Garnison-Verräter und irgendwas anderes noch. Ja. Wir beenden diese Folge hier. Und hier geht es dann auch direkt weiter in der nächsten Folge. Da. Ja, genau. Wir haben hier ordentlich was zu tun noch. Aber nur noch 7 Level. Amazing, Leute. Amazing. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.